Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute mit einem Cast-Video, aber auch wieder mit Reden. Ich hoffe, ihr mögt das mehr. Ich hatte im Discord-Server mal nachgefragt, was ihr so mehr mögt. Deswegen habe ich das gemacht. Deswegen mache ich jetzt hier auch Voice-Over. Und wie ihr es, nehme ich an, am Titel und am Thumbnail schon gesehen habt, wir machen heute eine Barbie, passend zu dem Barbie-Film, der bald rauskommen soll. Ich glaube, am gleichen Tag wie das House Ranch Pack, oder? So genau habe ich mich damit nicht beschäftigt, aber ich habe so viel Barbie-Krams gesehen und ich dachte mir, auch so CC dafür, und ich dachte mir, das muss ich machen. Deswegen habe ich jetzt hier eine Barbie gemacht. Ich habe irgendwie so versucht, so einen Skin zu nehmen, dass das so wie eine Puppe aussieht. Ich weiß gar nicht, ob ich den behalte. Ich kann sein. Ja, ich glaube schon. Ja, ich habe sie blond gemacht, blaue Augen. Ich denke mal, das ist so das, was Barbie repräsentiert. Und pinke Klamotten, oder? Mehr war das jetzt, glaube ich, auch nicht. Was so besonders an ihr ist oder so. Also, naja, was halt so Barbie besonders ist, ne? Deswegen, also ich finde, sie ist sehr süß geworden. Ich mag sie sehr gerne als Sim. Aber ich bin mir unsicher mit den Farbwahlen, ob ich jetzt das knallige Pink, ob das besser war oder ob das leichte Rosa so besser gewesen wäre. Und das mit dem Lippenstift, oh, mit dem Lippenstift, da konnte ich mich gar nicht entscheiden. Die Haare waren auch ein Desaster. Da muss erstmal die ganzen Haare zurückschieben. Ich wusste gar nicht, ob das jetzt passt, und es war einfach so schwer mit den Farben und so. Und ja, das war auch aus dem Barbie-Set, dieses Kleidchen da. Und die Haare fand ich so süß, ich wollte die unbedingt benutzen. Ich fand, das hat ihrem Gesicht so geschmeichelt. Sie hat auch so ein Herzchen-Top dann gleich an. Das behält sie auch an, aber leider sieht man nicht das Herzchen so komplett. Deswegen, ja, leider, leider verdecken die Haare das ein bisschen. Aber ich musste darauf verzichten, weil die Haare, fand ich, haben einfach perfekt gepasst. Ja, genau, also dieses Rosa da oder halt dieses Pinky. Ich habe mich für das Pink entschieden, weil ich dachte, so knallig und sowas alles passt mehr zu Barbie. Aber ich weiß nicht, wie seht ihr das? Guckt ihr Barbie oder habt ihr noch nie Barbie geguckt? Interessiert euch das kein bisschen? Also, ich weiß nicht, ob ich mir den Film... Also, irgendwann werde ich mir den auf jeden Fall, denke ich mal, anschauen, diesen neuen Barbie-Film, diesen Live-Action irgendwas. Aber ich werde da definitiv nicht mehr ins Kino gehen oder so. Aber auch nur, weil ich denke, dass sich das im Kino nicht lohnen würde oder so. Für mich zumindest. Geht ihr ins Kino da? Also, es interessiert mich auf jeden Fall schon, ob ihr das irgendwie jetzt unbedingt sehen wollt oder so. Weil, ja, ich will es auf jeden Fall mal sehen, aber im Kino würde es sich jetzt für mich jetzt nicht so lohnen. Aber ich würde auch nicht Nein sagen, das anzugucken, also, ja. Und ich habe ja auch die zwei Let's Plays, also Gameplay-Videos, hochgeladen mit dem Szenario zu viele Kleinkinder. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, das aufzunehmen, und ich hoffe, euch hat das gefallen. Und ich hoffe, euch gefällt mein Content in letzter Zeit. Ich versuche sehr viel zu sprechen und ästhetisch zu machen und sowas, weil ich und mit euch zu interagieren, weil ich sehr hoffe, dass ihr meinen YouTube-Kanal mögt und mir das eigentlich sehr viel Spaß macht hier alles. Und ich hoffe, vielleicht lohnt es sich ja, dass ihr das gut findet. Ach, und bei dem Rock, da war ich mir auch so unsicher. Eigentlich sieht das schon süß aus, aber ich dachte mir so, mit diesem anderen Rock, den sie auch vorhin schon hatte, den nehme ich dann zum Schluss, glaube ich, dann auch wieder. Und ich dachte mir, dass das so diesen 2000er-Style halt hat. Und ich weiß nicht, keine Ahnung, wann Barbie rauskam. Definitiv davor. Aber da war es so in seiner kompletten Era oder so. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber ich dachte mir das halt so, weil 2000er passt vielleicht perfekt oder so. Ich bin ja auch schon alt hier, Leute. Ne? Ich bin ja mega alt. Ich wurde auch in den 2000ern geboren. Nein, das ist natürlich nur Spaß, Leute. Bitte nehmt euch meine doofen Kommentare nicht zu Herzen oder so. Aber ich wäre gerne lieber 10 oder so. Aber leider bin ich es nicht. Ich glaube, wir wären alle lieber jünger, oder? Naja, auf jeden Fall. Ja, ich dachte mir so, weil das halt auch die Zeit war, wo ich mit Barbies gespielt habe, dachte mir, das wäre ganz cool, wenn ich so diesen 2000er-Look nehme mit so Low-Waist oder so ein Quatsch. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich es ganz süß und ich fand das alles so toll. Und ich ändere wahrscheinlich noch 5 Milliarden Mal diesen Lippenstift. Da könnt ihr euch drauf einstellen. Ich dachte, was ist besser jetzt? Dieser leichtere oder dieser knalligere? Ich war mir so unsicher. Und dann noch das
Ja, da habe ich dann auch noch so ein paar Accessoires geguckt und ich dachte mir, das Täschchen passt eigentlich super dazu. Barbies hatten immer ein Täschchen dabei, oder? Die hatten immer so ein Täschchen. Deswegen habe ich da noch ein Täschchen ja, gegeben. Es ist 4 Uhr nachts, Leute. Bitte nehmt mir das nicht übel, wenn ich irgendwas Dummes rede oder so. Oder mich verspreche. Ich bin noch nicht so müde, nein. Ich weiß nicht wieso. Aber egal, ich gehe gleich einfach schlafen und dann rede ich vielleicht nicht mehr ganz so viel Unsinn. Und da sind wir auch schon fertig. Wow. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.